was möchte man mehr? So, du kommst dahin. Falls doch nochmal irgendwas sein sollte. Möchte ich doch eigentlich vorbereitet sein. So, zack. Das Ding ist auch klein, fein und zu. Ja, herrlich, wunderbar. Können wir denn hier dabei noch... Ah, guck mal, das wollten wir doch machen. Die ganze Zeit. Hier bauen. Und jetzt nichts mehr bauen, weil es hier Kohle fehlt. Können wir denn gerade... Können wir auch nicht. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Wenn wir das Ding hier auch vor uns bekommen können, das wäre schon wunderbar. Irgendwas hier hinten noch? Nichts Großartiges auf jeden Fall. Okay, heißt, die nächsten, wo kommen könnt, wären hier quasi da oben. Oh, ich sehe gerade, wir können wieder was bauen. Tag 15. Wie wäre es denn mit noch mehr Soldaten? Das wäre bestimmt eine feine Sache. So, ganz bestimmt sogar. Hier ist auch noch. Angreifen. Ja, weil das können wir uns nachher noch holen und dann hier hinbauen. Es sieht so aus, als kämen wir sonst eh nicht mehr viel weiter. Nope. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten, sagen wir es mal so. So, wunderbar. Dann könnt ihr nämlich hier draußen ein bisschen weiter töten. Steinbruch und Fischhütte, beides gemacht, okay. Und ich frage mich immer noch, wo kommt ihr jetzt her? Das weiß ich mich jetzt gerade echt. Von welcher Front kommen sie denn? Eins, zwei. Die einen hinbauen. Und wir könnten... No, komm ernsthaft. Dutzende von Infektionen sind nahe der Kolonie. Sie kommen aus dem Norden. Ja, Norden ist jetzt schwierig zu sagen, wo sie genau herkommen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine große Wahrscheinlichkeit da, dass sie hierher kommen. Was so quasi auch nicht ganz so schön ist. Aber wir können sie jetzt zumindest aufhalten. Ja, das geht. Insofern würde ich von da aus kommen. Können wir sie aufhalten? 11 Stunden. Reicht noch aus, um noch ein paar Soldaten rauszupumpen. Oder eventuell auch noch einen anderen Turm. Aber ich glaube, ein paar mehr Soldaten wären nicht schlecht. Im Notfall auch einen Bogenschützen, aber ein Soldat hätte was. So, jetzt ist die Frage, wo ist genau der Norden bei dir? Zwei. Eins. Und zeig mal, wo du herkommst. Ja, von da hinten kommen sie. Passt. Da haben wir mehr als genug momentan stehen. Ich muss sogar hier noch einen hinbauen. So, und ihr kommt eigentlich damit hier rüber. Passt soweit. Dann können wir danach hier rechts wieder weiter aufräumen. Können wir denn euch hochpumpen? Geht. Hütchen hochbauen. Einmal hier. Zack, 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 zack. Einmal hier. Zack, 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 zack. Hat ein bisschen doof gelaufen, dass man hier so wenig eigentlich nur hat. Aber... nichtsdestotrotz können wir auch noch was hinbauen. Passt. Wunderbar, wunderbar. Hier können wir noch zuspauen. Und uns darum bemühen... noch mehr Leute holen? Noch mehr Leute holen. Graden wir einfach ab, was soll's. Ich habe damit kein Problem hier noch ein bisschen, ja, bin ein bisschen rumspacke gerade. Ja, ihr dürft nämlich alle dann hier hochgehen. Da dann, hallo. Was sagen, könnt ihr irgendwie da durchlaufen? Also teilweise könnt ihr es zumindest.
So, hier rüber. Und du hier auch noch darüber. Okay, wollte ich gerade sagen, das Spiel scheint jetzt gerade so ein bisschen rumzuspacken, okay. Darf es auch mal gerne machen, was soll's. So. Ich habe mal weit ausgebaut. Da brauchen wir gerade nichts Neues. Das heißt, kommt mal her. Tag 16, Flotte, kommt mal her. Zeigt, was in euch steckt. Ist wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ja, absehbar. Alles in irgendeiner Art und Weise absehbar, auf jeden Fall. Können wir denn... Ah, wir brauchen ein bisschen Holz, okay. Noch ein bisschen Holz, dankeschön. Dass wir uns hier eine kleine Farm bauen können. So, nehmen wir hin und dann können wir nachher hier nochmal in den Baum 56. Das klingt doch nach einem guten Plan. Und energietechnisch brauchen wir noch ein weiteres Windkraftwerk. Sie probieren es. Aber sie schaffen es nicht. Da ist der Engpass einfach zu groß. Und da jetzt einen fetten Mörser. Oh, das wäre cool. So ein fetter Mörser wäre jetzt hier echt cool. Ah, ich habe schon gesehen, da war eine Harpie. Da war Schirgan eine Harpie am Rumorisieren. Noch ein bisschen abgehen. Die ersten Harpien, die bei uns auftauchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, wir müssen hier wieder zubauen. Yep. Aber sowas von. Aber wir sind sicher. Einmal hier runter, einmal hier runter. Du kommst noch mit und du kommst auch mit. Beziehungsweise können wir dann sagen, ihr zwei bleibt. Ja, wobei, einer reicht. Einer reicht vollkommen aus. Wir können rechts weiter kämpfen. Also wie du hier, nach drüben, 500 passt. Haben wir noch was gebraucht? Wir haben noch einfach nur mehr Leute gebraucht. Und natürlich Strom. Leute und Strom bis zum Umfallen. Forschen kann man gerade auch nichts, aber eine Steinmetze wäre nicht schlecht. Dann könnte man nämlich als nächstes schauen, dass wir an einen Generator rankommen. Das wäre echt feierlich. Attention. 24 neue, wunderbar. So, und ihr alle, die hier seid, angreifen, raus mit euch. Sorgt dafür, dass wir da ein paar Punkte bekommen. So, Lab. Ist fast ausgereicht, aber ich möchte eher unseren Schub an Militärmaterial und so wissen, dass es da weitergeht. Ja, die 500 werden wir ziemlich gleich bekommen. Ja, gerade wenn die es durcheiern, bitte euch. Das ist ja gar nichts in dem Sinne. Steinmetze zu der. So. Und dass hier mitten der Fluss ist, das ist schon eine etwas komische Konstellation, sagen wir mal so. Na komm, brauch noch mehr. Brauch noch mehr Gold. Komm. Machen wir gleich zwei Stück mehr. Also, wir können noch kurz nach da drüben gehen. Okay, da ist nichts mehr. Passt. Das ist ja am rechts auch so ein Klotz. Das macht unser Leben um einiges einfacher. Und man sagt, man hat nur die Seite, ist so eine kleine. Und hier auch wieder das gleiche mit klein und groß. Heißt es, wir können effektiv... Ah, nee, wir brauchen Energie. Merksack gehabt. Braucht denn die Kaserne Energie? Ja, die braucht auch Energie. Mist. Wäre es sonst zu schön gewesen, um wahr zu sein. Hehehe. Bitte eins weiterlaufen. Mal ein bisschen weiterlaufen. Steinmetze können wir danach... Ach genau, warte mal. Die Steinmetze selbst braucht ja auch Strom. Dann habe ich nicht nachgedacht, also muss ich so oder so hier nochmal ein Windkraftwerk hinbauen. Hilft in dem Sinn ja alles nichts. Okay, wir brauchen hier noch was und hier oben auch nochmal was. Aber dann ist gut. So, Hallöchen aber auch. Dorf der Verdammten. Steinmetzhütte ist erledigt. So, wie viel brauchen wir denn für die Steinmetzhütte?
20 Arbeit, 20 Energie. Okay, wir brauchen hier ein bisschen mehr. Das heißt, das muss erstmal fertig werden. Okay, ein bisschen zurück, ein kleines bisschen zurück. So, und jetzt da. Niederschnetzeln. Schnetzeln so viel, wie ihr nur könnt. Du kommst auch noch hinterher. Sage, wir haben gleich Strom, wir haben gleich Strom. Komm. Jetzt ist es so ein Sprung auf jeden Fall, dass wir Unmengen an Leute am Zuschuss haben. Wir haben gesagt, wir brauchen 20 Leute. So viel zu dem Thema. So, wenn wir natürlich noch mehr bauen, brauchen wir auch hier noch mehr, aber was soll's. Ja, das heißt in dem Fall, wir bekommen noch mehr Material, noch mehr Gold, noch mehr von allem. Mehr Strom, dankeschön. Mehr Strom ist immer gerne gesehen. Ah, ich habe gerade gesehen, da räumt noch jemand. Upp. Gerade sagen, also... Bitte benehmt euch, Zombies, bitte benehmt euch. Das wäre äußerst zuvorkommen von euch. So, du kommst auch noch mit. Aber der Rest wird hier direkt hingebaut. Oh, jetzt können wir es aber machen, oder? 1000 Gold. Okay, dann müssen wir doch nochmal warten. Dann müssen wir doch nochmal ein klitzekleines bisschen warten. Ist hier noch jemand? Ja, ein paar kleine verirrte Seelen. Passt. Aber hier können sie auch durchkommen, so wie es ausschaut. Yep, hier können sie auch durchkommen. Das heißt, ich muss bis hierhin erstmal durchkommen. Oder? Nein, hier ist gar kein Durchgang. Ach, das ist bloß der eine Berg da links. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Nur der eine Berg. Okay. Das heißt, wir können euch auch nach da drüben holen. Dich nach da drüben holen. Wir haben jeweils einen hier. Das ist mal eine interessante Sache. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder Gold bekommen, oder? Ja, natürlich. Für die Steinhütte. Und wir können noch ein bisschen weiter aufpluschen alles. Oh, nein, gerade haben wir es bekommen. Wunderbar. Komm, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Steinmetzhütte? Wunderbar. Und direkt runter. Und wir können noch ein paar Häuser hochpumpen. Mit dem bisschen, was wir haben. Das heißt, wir müssen echt den Bergpass einmal entlang latschen. Das hier noch so hier zu haben, wäre es perfekt, ist eigentlich hier eine Mauer hinbauen. Oder hier so quasi, so hier. Und hier alles voll bauen. Das können wir als Spalter nehmen, sozusagen. Ja, ich glaube, damit kann ich mich anfreunden. Kann ich sogar sehr anfreunden. Das wollen wir zuerst sind nochmal ein paar Soldaten. Dankeschön. Und hier noch ein bisschen was. Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Guten Nahrungsmittel. Sechzehn ist in Ordnung. 16 von Anfang ist gut. Können wir denn noch ein bisschen... Ich meine, ihr könnt doch bestimmt ein bisschen Randale da oben machen. Wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. So, Hallöchen aber auch. Du holst dich immer schön weiter, deine Leute. Yep. Und gleichzeitig tun wir das hier noch ein bisschen weiter hochpluschen. So, und jetzt können wir nämlich dann schauen, dass wir ein Kraftwerk noch im uns zusammenkaufen irgendwie. Ist hier noch irgendwas? Nein, ist nur ein kleiner Zwischenpunkt. Ja, ich verstehe. So, wo ist das Kraftwerk? Das Kraftwerk sind 800. Das Kraftwerk 800 sind dann... Ich aber auch. Ja, finden wir sogar noch ein bisschen was. So, wie können wir jetzt hier uns noch ein bisschen was dazu verdienen? Jetzt
sagen, kommen die nach und nach hier raus, oder wie? Ja, da muss man echt aufpassen. Dankeschön dafür. Kraftwerk bauen, 800 passt. Und in der Zwischenzeit euch hochpumpen. Und wir brauchen 300 Gold momentan noch. Okay. Vielleicht können wir da was zusammenschießen. Okay, du bist zwar allein unterwegs, aber was soll's. Da haben wir noch ein bisschen was, da haben wir noch ein bisschen was. Und das müsste natürlich der Weg in den Norden sein. Zwei Hütten sind abgeschlossen. Fällt mir. Da ist nix. Okay. Hätte ja sein können, dass wir da auch noch unsere Problemchen haben. Eine Farm haben wir gesagt, bauen wir hier unten noch hin. 60. Und hier noch einen hin. Ja, doch, das können wir so lassen. Das können wir richtig gut sogar so lassen. Haben wir hier noch was zu upgraden? Hätten wir die entsprechende Nahrung. Okay. Das wäre natürlich noch praktisch. Und das sind sie jetzt doch gekommen, also wie? Okay. Ich wollte gerade sagen, du gehst mal lieber zurück, komm, was soll's. Lass die hier oben ein bisschen rumschießen. Das passt schon soweit. 42, haben wir nochmal einen. Weil ein paar Stück sollten ja mehr als ausreichend sein. Oh je, ich sehe schon. Da kann man jetzt noch ein bisschen mehr reininterpretieren, das Ganze da oben. Uiuiui. Nahrungsmittel wird auch produziert, das wird auch produziert. Also ich brauche keine Nahrung für überhaupt was. Okay, dann müssen wir warten. Gibt es also quasi alles nichts da, müssen wir warten. Auch wenn wir gerade jede Menge Kohle bekommen. Okay, Häuser machen. Wespe. Automatisch Maschinengewehr, die Wespe. Das klingt cool. Wie soll ich sagen, das klingt echt genial. Okay, wir brauchen noch mehr Gold. Wir brauchen noch viel mehr Gold, so wie es ausschaut. 800. Schau mal, wenn jetzt ihr hier ein bisschen reinschießt, wie viel könnt ihr effektiv von den Gegnern hier mitnehmen? Bingo, passt. Das sollte uns schon mal mehr als aushelfen. Ja, das geht auch recht gut runter. Also dieser Schadensbonus, den wir uns den Leuten ergeben haben, der ist einiges wert. Der ist echt einiges wert. Ach stimmt, wir mussten ja auch noch alle Dörfer der Verdammten kaputt machen. Zweitausend ist viel. Da können wir das hier erforschen. Und wir können uns an einen Sniper auch direkt machen. Energie bekommen wir auch bis zum Umfallen, das heißt, wir müssen es gerade nur gucken, dass wir unsere Gesamtproduktion von allem noch ein bisschen hochbekommen können. Sobald wir natürlich sehr viel Gold haben. Versteht sich natürlich. Ja, und hier könnten wir... Wenn wir wahnsinnig genug wären, könnten wir nach hier oben gehen und Holz abbauen. Aber ich sage es einfach mal, so verrückt sind wir nicht. Geht's hier noch irgendwo entlang? Nein. Wenn ich hier versuche, irgendwie zuzubauen, puh, halt es mal. Das dürfte nicht das Einfachste sein. Und hier sieht auch direkt nach unten, das heißt, hier kann es weit... Oh, hier ist ein bisschen was. Ich muss sagen, hier ist nicht viel, aber hier ist zumindest etwas. Ich wollte gerade sagen, also Strom können wir neu putzen, noch nicht gekauft haben. 4, 3, dann machen wir hier 4. Und eventuell könnten wir beide mal hier Lager noch bauen. Wie haben wir noch hier übrig? 5? 3 Stück, das ist auch nicht mehr viel. Hier schießt sozusagen noch ein bisschen hier in der Gegend rum. Und wir warten mal ab, bis der nächste Geldsegen kommt. Danke für die Hütte. Okay, dann halt.
So, wunderbar. Jetzt da du nach da drüben. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Also macht auf jeden Fall ziemlich viel klein auf Anhieb. Drei Stück hier wird noch gebaut. So, wo waren jetzt die letzten beiden? Hier. Sollen sie ruhig. Sollen sie ruhig machen, sage ich nicht nein dazu. Das stärkt bloß unser Allgemeinwohl. So, ab nach da oben, du auch nach da oben. Dann trefft ihr euch einfach mal alle da. Reparaturen sind auch abgeschlossen. Wir haben jetzt genug Energie, wir haben genug davon. Ah genau, ich wollte ja, wenn ich schon mal hier unten was machen kann. Saft, das geht nicht. Genau da, wo ich es jetzt bräuchte, geht's nicht. Ach, die goldene Kornkammer, die letzte Zeit gewesen. Da muss ich es auch nicht machen. Okay, dann muss es halt so sein. Wir können nicht effektiv alles mitnehmen, aber zumindest einen gewissen Grundteil können wir mitnehmen. So, ihr nehmt das Zeug hier oben ein. Haben wir noch welche? Ja, wir haben noch welche.